Willkommen bei der Swiss Traders Money Show. Finanzielle Freiheit mit Daytrading. Mit dem Ausblick auf die Indexmärkte von Donnerstag, 27.01.2022. Achten Sie HTTPS Daytrading Website. Und da das Motto Geduld bringt Rosen, das gilt nur für Short Trades. Für Long Trades bitte den Support, den Stopp-Loss unter den zweiten Support legen. Und ein Kanalabo hält Sie auf dem Laufenden. Aktivieren Sie die Glocke, damit Sie immer über die spannenden Live-Videos hier unterrichtet werden. Der Disclaimer: Es findet keinerlei Anlageberatung statt. Was haben wir da? Gestern, ich wurde hier überrascht, wir gingen aus der Opening Range raus. Rüber, runter. Und erst nach 20 Uhr, und zwar um 20 Uhr, ging es nochmals massiv rauf bei der FED-Pressekonferenz. Ich habe das ausgesessen, ich habe da das ganze Ding habe ich ausgesessen. Ich bin da über den Tageshoch eingestiegen, dachte, ja, das müsste ja wieder runterkommen, wenn alles gut geht. Und erst um 21 Uhr kam es dann das erste Mal richtig runter. Ich glaube, das ist 20 Uhr. Ja, wir haben hier eine Verschiebung um eine Stunde. Nein. Ja, ich glaube, das ist 20 Uhr. Da ging es rauf und nachher in einem ABC runter. Ich habe leider Dow Jones, der ist wieder in die Opening Range zurückgefallen, und das habe ich dann, ja, ihr seht jetzt ist er wieder ganz tief drunter. Also gestern war der sehr hoch, er ist durchgefallen, leider habe ich da auch schon zu früh gekillt gehabt, und ihr seht, 282 Gewinn gemacht, werde ich jetzt nachher dann wieder auf Null stellen. Und was sehen wir heute? Wahrscheinlich auch wieder eine Erholung und dann wieder ein Runterknallen. Es hängt natürlich auch von den News ab, die wir heute haben. Also das habe ich jetzt noch nicht geschaut. Aber es hat sich wieder mal bewahrheitet, Geduld bringt Rosen, aber nur bei Short Trades. Also momentan werden alle Rallyes werden wieder abverkauft. Und da ist es natürlich schon ziemlich krass, wie das ganze Rallye wieder eingestampft wurde. Ja, mir fällt jetzt auf, dass es da, das habe ich gestern nicht gesagt, dieser Doppelboden hier, das war vorgestern, es ist da raufgegangen, runter und dann wieder rauf. Also da müssen wir aufpassen auf Doppelböden, das ist jetzt noch kein richtiger Doppelboden. Also immer aufpassen. Ich würde aber generell Short nur über dem Vortageshoch gehen, dann kann man es aussitzen. Long halt auch aufpassen. Long Stop-Loss unter dem zweiten Support. Die Supports erkennt man ja sehr gut. Ja, schaut euch das an. Ja, wenn ich das jetzt anschaue, hätte das eigentlich, wenn man das als Kontinuum ansieht, hier ein Doppelboden, sogar mit tieferem Tief, hätte man vermuten können, dass es so rauf geht. Aber eben, da bin ich dann auch erst short gegangen, als ich schon über dem Vortageshoch war. Leider beim Dow Jones, der ist so tief gefallen, wenn wir den schauen, US30, USD, da habe ich leider zu früh glattgestellt. Also das ging hier um 20 Uhr nochmals hoch, aber nicht mehr ans absolute Hoch, und dann massiv runter unter die Opening Range. Und da hätte ich auch noch viel Geld, da habe ich mal was verpasst. Und ja, jetzt werden wir wohl da noch eine kurze Erholung haben. Wir sehen auch hier, eigentlich ist das ein Aufwärtstrend mit
mehreren Supports. Ja, es ist jetzt da nicht ganz sicher, wie das weiterlaufen wird, ob es weiter nach unten geht. Was gestern auch ganz wichtig war, dass erst bei der Pressekonferenz ist das Ding abgestürzt, weil sich Jerome ganz vorsichtig ausdrückte und bei der Pressekonferenz konnte er nicht mehr ausweichen. Also bei Fed Statements muss man eigentlich auf die Pressekonferenz warten, wenn man nicht investiert ist. Ich habe es jetzt einfach ausgesetzt mit riesigem Schock, aber es hat ja schlussendlich geklappt und Geduld bringen Rosen. Schauen wir den DXY an. Oh, der ist stark gestiegen. Das ist ja auch der Grund, dass die Kurse abschmieren. Wenn der DXY steigt, dann schmieren die Kurse ab, weil dann die Aktien werden dann viel, viel teurer bei steigendem Dollar. Und schauen wir noch den US-10-Years an. Ja, die US-10-Years sind natürlich auch gestiegen, weil das Tightening kommt. Momentan sind sie wieder leicht am Fallen. Also, ich habe mir doch auch gesagt im Laufe des Tages, das muss runterkommen, weil die Fed gar nicht anders kommt. Sonst ersaufen die Amis in der Inflation. Dann nochmals zurück zum DAX. Da, das Downgap, das ist von 4,59. Ja, wenn wir so ein gewaltiges Downgap haben, von 4,59 ist nicht mehr so viel. Doch 15,200. Strange. Ah nein, das ist der falsche. Ich muss natürlich diesen da von 4,59. Oh. Ja, das ist massiv. Da, 4,59 bis hier. Momentan ist das Downgap so riesig. Also Schluss um 17 Uhr hat das natürlich nicht mitbekommen. Darum bin ich drin geblieben. Es hat sich also voll gelohnt. Bin aber etwa mit 12 Kontrakten drin gewesen. Es ist eigentlich zu viel für mein Kapital. Ich war ja da während des Tages fast minus 2000 und habe dann rund 280 Gewinn gemacht. Ist ein bisschen ein Missverhältnis. Aber sei es drum. Gut, dann schauen wir weiter. US-30. Ja, genau gleich. Gold abgestraft, wahrscheinlich abgestraft, aber trotzdem nicht unter 1800 wegen der steigenden Staatsanleihen. Gold konkurriert um die Kunden wegen der Staatsanleihen. Und schauen wir da noch weiter, Nasdaq, ja, wie immer abgeschlagen, das war aber auch fulminant gestern. Da konnte man schön Kasse machen. Das ist wirklich ein schönes A, B, C. Dann UK100. Ja, auch A, Gap Up, B, C. Jetzt wahrscheinlich wieder mal eine leichte Erholung. Beim SMI, da eine Insel, man sieht gar nicht,
Das ist jetzt noch nicht sichtbar. Der SMM wird wahrscheinlich auch hier unten wieder eröffnen. Dann China Hang Seng Down Gap runter. CSI China 300 runter. Nikkei runter. Ah, oh, habt ihr das gesehen? Unglaublich. Das ist also wirklich der Gelddruckmarkt per se. Wir sehen so verrückte Bewegungen da. Wupp und wupp. Also, ich weiß es nicht, wodurch das verursacht wurde. Das ist um 03:15. Das könnte die Eröffnung sein. Ich weiß jetzt auch nicht. Aber das zeigt euch, wie der Markt verrückt ist. Und dass da immer noch sehr viel Flüssigkeit vorhanden ist. Auch aufpassen mit DAX, da die EZB druckt immer noch aus vollen Rohren und da könnt ihr schwer erwischt werden. Eigentlich müsste man hier ohne Stopploss, das wäre ja absolut Katastrophe. Dann schauen wir weiter, was sagt Daimler gestern? Ja, der ist natürlich Gap Up, bleibt oben, wird heute runterfallen. Silber leidet auch ein bisschen wegen der steigenden Staatsanleihen. Dann, was sagt Apple? Ja, ist auch abgestraft worden. Und da nehme ich Wunder, was habe ich da noch? Tesla. Wo habe ich da Tesla? Gut, noch Öl, immer noch hoch. Also gestern auch extreme Höhen, 88. Eigentlich unerklärlich, Öl, das kann man sich nur durch ein Monopol erklären, der OPEC-Staaten. Eigentlich müsste da Öl mal runterkommen, weil die Nachfrage nach Öl, die sollte ja nachlassen. Aber wahrscheinlich ist da die Elektrifizierung noch nicht so stark gediehen. Bitcoin weiter auf Abwärtsstrecke, Ethereum auch eher abwärts, hier eher eine Flagge. Und Helium, ja auch so ziemlich gleich wie alle anderen. Dann wo hat Tesla? Tesla nimmt mich wunder. Tesla brachte gestern Zahlen. Ich glaube nachbörslich, hat aber nicht viel genützt. Von Tesla bin ich noch am ehesten überzeugt, weil Tesla wirklich international jetzt auch in China produziert, in Deutschland produziert. Und ich würde am ehesten diese Aktien kaufen, obwohl ich eine Aktienphobie habe. Dann Volkswagen, ja, auch jetzt natürlich ein Gap. Und das könnte heute auch hier sehr tief starten. Ja, das schauen wir jetzt nochmals den DAX an. Mal noch den Tageschart. Ja, der ist heute schon runtergekommen, ziemlich runtergekommen. Wir haben hier auch wieder so Tage, Inside-Tage. Wir schleifen. Und gestern war auch eigentlich ein Inside-Day fast. Ja, es war ein Inside-Day. Also aufgepasst, Inside-Days können in beide Richtungen ausschlagen. Schnell dieses Gap ein bisschen draußen gezeichnet. Da auch gut aufpassen. Ja, also ein Down Gap müsste eigentlich noch weiter nach unten gehen. Das ist wahrscheinlich momentan gerade der Fall. Stelle da wieder auf eine Stunde. Und wir sehen da die Point of Controls ziemlich ähnlich, aber da auch leicht steigen. Das könnte so also gut sein, dass es heute
wieder mal ein Anstieg gibt, einen leichten Anstieg. Gut, das war's bei Swiss Trader. Bis später bei Swiss Trader Live Trading.